Herzlich willkommen zurück, liebe Meute, beim zweiten Teil dieses wundervollen Spieles. Wir werden heute mal noch eine kleine Runde in Zelda drehen. Und dann wird sich entscheiden, ob das Ganze hier wirklich als Reihe auf dem Channel erscheinen wird oder nicht. Ich hatte nur wirklich Spaß bei der ersten Folge, die ich aufgenommen habe. Deswegen wollte ich auf jeden Fall mal noch einen zweiten Teil machen, um auch einfach zu sehen, wie das Ganze bei euch so ankommt. Wir werden heute die restlichen Schreine einfach mal machen und von Tutorial Island runtergehen. Ich weiß, dass es immer ein bisschen schwierig ist, wenn man solche Tutorials halt einfach wirklich dann in einem Video spielt, weil die halt doch sehr, sehr ähnlich sind für die meisten Leute. Also wenn ihr jetzt das Ganze hier bei mir guckt, wird es wahrscheinlich nicht arg viel anders aussehen als bei jetzt anderen Leuten. Weil das Tutorial halt einfach eine relativ fest vorgeschriebene Reihe ist und ja, deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es dann gerade im Laufe des Spiels, wenn man halt dann wirklich runterkommt in die normale Welt, die es ja vermutlich geben wird, dass es da dann noch interessanter wird. Moment, was wurde mir hier gesagt? Naja, ich hätte mal gesagt, wir schnappen uns dieses Ding hier und nutzen das einfach mal hier als, möchte ich das hier als Übergang benutzen? Oder muss ich dafür Bäume? Ich könnte auch theoretisch dafür Bäume fällen, ja. Ich glaube sogar, es wäre gar nicht. Es ist halt krass, also so ein Boot zu bauen einfach nur. Ich überlege mir gerade, wie ich mit dem Boot denn hier irgendwas machen könnte. Ob es da irgendwie einen Fluss gibt oder sowas. Hier, guck dir das mal an, Leute. Die haben echt an alles gedacht, dass man hier runter auch klettern kann. Vielleicht ist hier unten auch irgendwas Geheimes versteckt, das man halt gar nicht auf dem Schirm hat oder sowas. Aber wir werden das Boot auf jeden Fall nutzen. Oder nehme ich das hier drüben? Was ist denn das hier Schönes? Ah, wahrscheinlich nochmal eine andere Fähigkeit, die man hier... Kann ich das greifen von hier aus? Das ist zu weit weg, oder? Auch wenn ich jetzt noch ein Stückchen weiter rangehe, kann ich es noch nicht greifen. Aber das wäre auch eine interessante Sache, dass man halt hier sich ein bisschen umschaut. Aber ich glaube gerade, ja, wir gehen als erstes mal in die Richtung hier. Uns wurde ja eigentlich schon fast förmlich die Axt hier auf verschiedene Arten und Weisen nahegelegt. Deswegen ist ja eigentlich schon echt klar, was wir machen müssen. Wir nehmen das Ding hier und bauen uns halt einfach einen Baumstamm, eine Baumstammbrücke oder sowas. Ich möchte auch eigentlich das Floß hier mitnehmen. Deswegen versuche ich das Ganze hier jetzt mal ein bisschen ohne das Floß hier zu gestalten. Also wir legen das mal hier hin und dann kümmern wir uns mal ganz kurz hier um den Baum. So, 1, 2, 3 und da ist das Bäumchen schon fertig. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 3 Stück. Oh no, ich habe den einen kaputt gemacht. Warte mal, da hinten liegen aber auch noch genug. Verteidigung notwendig, oh nein. Der arme Robocop. So, Bäumchen. Und den montieren wir jetzt ganz klassisch. Aha, ja, das ist der richtige. So, das montieren wir jetzt per Kleber hier hin. Perfekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Bauprinzip hier drin. Dass sie das mit eingefügt haben, macht es halt nochmal so viel interessanter. Zelda war, also gerade Breath of the Wild war ja für seine lustigen und kranken... Oh. Nicht runterfallen. Kranken Arten Speed zu run echt ein bisschen bekannt. Kann ich das so ablegen? Das sollte reichen, oder? Okay, ich muss noch einen Schritt vor. Kann ich dich ein bisschen vordrücken? So, das reicht doch, oder? Das sieht doch gut aus. Nein! Oh nein! Ich habe A gedrückt anstatt B. Ja, das mal lösen ist so. Ja, wir kleben das einfach wieder so ran. Das wird schon passen, Leute. Das wird schon passen. Wir kommen hier auf jeden Fall rüber, glaube ich. Nein, nein. Okay, Steuerung, bitte. Danke. Oh mein Gott. Er ist in dieser Typ hier, der so ein Blödsinn gebraucht hat. Wir nehmen das Schiff nochmal direkt mit, weil hier drüben ist Wasser. Und ich möchte ein bisschen mit dem Wasser. Vielleicht können wir hier ein bisschen Bötchen fahren. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin es ein bisschen von Breath of the Wild gewöhnt, dass wenn ich X drücke, wenn ich X drücke, dass ich dann mein Fluggerät zur Verfügung habe, aber das haben wir logischerweise hier noch nicht. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich weiterkommen. Und unsere anderen Fähigkeiten kriegen.
Was gibt es denn hier wieder zu lernen? Was sagst du mir? Psst, still, ich jage. Du jagst? Exakt, ich jage wild, das in diesem Walde haust. Moment, dich habe ich zuvor noch nicht getroffen. Na hör gut zu. Eine Aufgabe von uns Konstrukten ist es, Leute wie dir Sachverhalte zu erklären. Deshalb solltest du auch andere Konstrukte ansprechen. Sie werden dir deine Fragen beantworten. So, nun zum Punkt. Bei der Jagd erledigt man Wildtiere, wie zum Beispiel die, die hier im Wald leben. Das Fleisch von Wildtieren ist vor organische Lebewesen ausgesprochen nahrhaft. Jedoch sind sie auch furchtbar scheu. Wer jagt, darf keinen Ton von sich geben. Vorpirschen im Ducken ist das A und O für eine lautlose Jagd. Okay, wir können, indem wir die L-Taste runterdrücken, den L-Trigger runterdrücken, können wir schleichen. Pfeil und Bogen sind ideal, um aus der Ferne anzugreifen. Am schlauesten ist es, auf Schwachpunkte der Beute zu zielen. Hier in der Nähe sollte ein Bogen sein. Ich schenke ihn dir. Tu damit, was du möchtest. Dankeschön, liebes Konstrukt. Ich finde es halt... Das ist eine Sache, die haben sie meiner Ansicht nach wirklich gut gemacht. Dieses Tutorial Island mit NPCs auszustatten, die einem einerseits natürlich für Neulinge, das finde ich ist immer eine ganz wichtige Sache, solche Sachen erklären. Wir schleichen uns mal hier an. Na, das ist die falsche Taste. Warte mal, wo war nochmal das 10 hier genau? Oh, so viel Lärm macht das schon? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Einerseits natürlich für Neulinge, dass die halt die ganzen Sachen erstmal lernen. Scheinbar muss ich es auch mal wieder lernen, weil... Dass mir die Emus hier jetzt gerade schon direkt vor der Nase weggerannt sind, ist natürlich suboptimal. Aber wir brauchen auch momentan kein Essen, wenn wir mal ehrlich sind. Ich versuche jetzt erstmal wirklich zu den Schreien zu kommen, damit wir unsere Fähigkeiten kriegen und damit wir uns hier ein bisschen frei bewegen können. Ja, oder man macht es einfach so, dass sie sich hier irgendwo in die Ecke verbuggen und verprügelt man sie mit so einer Axt. Das ist natürlich die andere Alternative. Aber ich finde es wirklich schön, wie sie das ganze Tutorial Island hier auch aufgezogen haben, dass sie dir halt wirklich die Chance geben, dir das Ganze halt näher zu bringen und das auch mit den Konstrukten ist eine echt coole Idee. Da hinten ist noch ein Konstrukt. Dass man sie halt auch entdecken muss. Ich meine, es kann immer sein, dass man irgendwie was... Oh, es ist das Kochkonstrukt. Nice. Das wird schmecken, da bin ich sicher. Bitte verzeih meine Unaufmerksamkeit. Ich war hier ganz ins Kochen vertieft. Oh, dich habe ich hier noch nie zuvor getroffen. Dann lass mich dir doch die Sache erläutern. Wir können so... Ja, okay, wenn du fragst, verwende dich an die Konstrukte. Also, möchtest du mehr über das Kochen erfahren? Ja, sehr gerne. Oh, wenn du fragst, ist Kochen wohl absolut Neuland für dich. Nun denn, ich werde dir Grund... Nee, doch nicht. Speisen heilen deinen Körper, habe jedoch zunächst noch andere Wirkungen. Sei nicht verwirrt, wenn du sie spürst. Ja, ich meine, das sind halt die Sachen, die ich halt alle auch aus Breath of the Wild schon kenne. Von dem her brauchen wir das eigentlich so uns nicht mehr genauer anzugucken. Es ist trotzdem eine coole Sache. Und ich denke auch, dass die Rezepte halt wirklich interessant sind. Wait, ein Schuss reicht nicht? Okay. Ich bin ein bisschen andere Sachen gewöhnt. Oh, shit. Sniper-König war leider nicht mit am Start. So, wo rennst du denn hin, du kleiner Emu? Oder was auch immer du bist. Ich glaube tatsächlich, dass ich... Was bist du denn? Ich will zu meinen Freunden. Okay. Bist du... Ah, oh, ist es ein Korok? Oder wie heißt sie nochmal? Doch, es ist ein Krok heißen sie, genau. Oh nein. Wo ist nur mein Freund? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krok, also ein Waldgeist. Und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Oh nein. Ah, da unten ist er also. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Ja, kann ich dich hochheben mit meiner... Ich kann dich echt hochheben. Das ist halt nice. Okay, leg dich mal hier hin. Pass mal auf, kleiner Kollege. Ich rette dich. Oh nein. Das ist so cool. Ich rette dich, weil ich ja natürlich der Held von Hyrule bin. Das heißt, also, wir legen einen Ast hier hin. Zack. Dann nehmen wir, das ist kein Ast, das ist ein Baumstamm. Die zwei Baumstämme verbinden wir dann zu einem sehr stabilen Floß. Das sage ich jetzt einfach mal. Darauf platzieren wir ein
Jetzt muss ich nur schnell schauen, wie ich das drehen kann. Machen wir es mal so. Darauf platzieren wir dann ein Haken Nummer 1. Dann platzieren wir nach Möglichkeit weiter vorne. So. Ja, das sollte funktionieren. Okay, ich glaube, ich muss das Ding kurz mal ein bisschen weiter zur Seite packen. Am besten in die Richtung auf die Seite packen, dass ich es dann einhängen kann. So, und dann haben wir noch einen zweiten Haken hier rumliegen. Und den setzen wir auch noch drauf. Wisst ihr, das ist zum Beispiel so eine Sache, da sage ich mir, hey, es ist doch einfach cool, die Welt hier so, halt falsche Taste, die Welt hier so zu erkunden. Weil so, dieser Korok könnte halt einem, oder Krog könnte halt einem super leicht entgangen sein. Nicht werfen. Und deswegen platzieren wir den jetzt hier. Oh, ich kann ihn auch festkleben. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Idee, ihn hier festzukleben. Einfach den Typen am Rucksack draufgeklebt. Ich will zu meinem Freund. Ja, ja, ich bring dich zu deinem Freund. Hey. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da noch mit drauf kann. Oh, es hängt jetzt hier fest. Kann ich ein bisschen hier... Nein, Link. Ich glaube, ich muss es einen Ticken noch weiter nach vorne setzen, weil sonst hält es nämlich fest. Und ich versuche, hier noch mit drauf zu kommen. Und dann fahren wir nämlich hier rüber. Zu deinem Freund. Ja, perfekt. Komm mal her, du. Moment. Wir machen das erstmal so, dass ich jetzt mein komplettes Floß nicht... direkt zerlege. Nehme ich das einfach mal weg. Und mal gucken, ob ich die Ding auch gleich so triggern kann. Zack. Ich glaube, ich muss ihn trotzdem runternehmen. So. Und. Boom. Uff. Sehr schön. Ah, da bist du ja. Ja, ja, ja. Du hast meinen Freund hergebracht. Danke. Viel habe ich nicht, das ich dir geben könnte, aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Krogsamen. Ja, es gibt wieder die guten Krogsamen. Wir kriegen wieder einen goldenen Scheißhaufen zum Abschluss. Sehr schön. Ja, natürlich kleiner Spoiler hier an der Stelle. Für die Leute, die Breath of the Wild noch nicht auf 100% durchgespielt haben. Aber ich meine, das sollte inzwischen eine Info sein, die eigentlich fast jeder hat, weil das war halt ein... Gimmick, wo sich die Leute halt echt ich weiß gar nicht, ob sie sich drüber, so zu Tode drüber aufgeregt haben. Ich überlege gerade selber, wie ich mich gefühlt habe, als ich dann zum ersten Mal die 999 Crocs gesammelt hatte. Weil ich habe ich mich doch eher habe das Ganze doch als einen Erfolg angesehen, auch wenn es eigentlich absolut schwierig war, sage ich jetzt einfach mal. So. Okay, passt auf. Wir nutzen also wieder hier unsere Bahn. Und fahren mal hier auf die andere Seite wieder runter. Ich weiß gar nicht, wann hätte man denn das Ganze denn sonst holen sollen? Also man kommt wahrscheinlich später... immer noch auf Tutorial Island. Zumindest ist das meine Vermutung. Ich habe ja keine Ahnung. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt Ewigkeiten gedauert hätte, bis man dann halt wieder hierher gekommen wäre, oder? Ich muss irgendwie darüber kommen. Oh, hier ist ein Gegner. Was hast denn du da schön? Das ist ein Prügel. Das ist ja ein, ich habe leider keinen Platz mehr. Nein, immer noch nicht. Waffe. Ja, ich nehme mal hier den Stick und den werfe ich mal. Also ein Prügel ist definitiv die bessere Waffe. Ach, jetzt weiß ich, für was ich die Segel hier und alles immer brauche. Natürlich, Leute. Was ist denn das für... Guckt euch mal an. Also... Das ist ja, das sollte ja jeder eigentlich hier jetzt blicken. Dass ich mir hier natürlich ein Bötchen bauen muss. Das wird ja mir ja auch schon echt ein bisschen angeteasert eigentlich, aber... ja, gutes Scroller natürlich wieder Tomaten auf den Augen, wie immer. So, okay, passt auf. Segel machen wir mal so rum und dann platziere ich das... Guck ich mal an, wie der Wind sogar hier das Ding schon pustet. Das ist schon ziemlich cool. Passt auf, Segel platzieren wir natürlich hier hin.
Aber das sollte halt eigentlich schon reichen, damit ich jetzt hier von A nach B komme. Schiff ahoi! Oh nein, Schiff ahoi! Nein, Schiff, bleib da! Mach keinen Blödsinn hier, Schiffchen. Okay, passt auf, wir müssen nochmal noch einen Ticken weiter herziehen. So, zack. Okay, perfekt. Wie cool. Wie cool das einfach ist, Leute. Dann können wir hier richtig geskillt erstmal ein paar Federn sammeln. Und einfach ein bisschen Hühnchen in der Welt verteilen. Für die Konstrukte. Die haben auch Hunger. Das ist doch so eine Sache, die ich mir... Also, wenn man so drüber nachdenkt... Also, dass die halt immer noch, wie schon der Typ gesagt hat im letzten Video, dass die halt immer noch aktiv sind und eigentlich immer noch die versuchen, diese, in Anführungszeichen, Wesen, die hier halt eigentlich leben, zu versorgen, ist halt schon interessant. Oh, du hältst ein bisschen mehr aus. Autsch. Schleimgel. Dann ist noch ein böses Konstrukt. Ach, schade. Hey, kannst du bitte mal ausweichen? So, sehr schön. Dann können wir uns hier mal auf den Weg nach oben begeben. Um die zweite Challenge zu machen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier direkt eigentlich unsere nächste Fähigkeit kriegen. Oder ob es sich dabei jetzt um... Huch. Ah, jetzt, sorry. Oder ob es sich jetzt dabei um ein Ding handeln wird. Um irgendwie so einen Kampfschrein oder sowas, dass er... Weil ich glaube, es könnte auch... wohl, du hast gegen die Konstrukte hier eigentlich auch immer wieder diese Kampfsachen, aber dass du es halt einfach ein bisschen in die Tiefe lernst. Wisst ihr, was ich meine? Monster-Tipps, Schleime. Manche Schleime explodieren. Ja, okay, gut zu wissen. Da bist du also. Wohlan. Strecke deinen rechten Arm aus. Wir kriegen also direkt nochmal eine Fähigkeit. Okay. Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüstete Waffen oder Schilde befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Der Name dieser Fähigkeit lautet Synthese. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Waffen und Schilde neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du sie mit etwas in der Nähe kombinierst. Nimm dir auch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu stärken. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schrein erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Okay. Gedrückt halten, R2 auswählen. Oh, mich juckt es irgendwie heute echt ein bisschen im Ohr. Das ist sehr unangenehm. So, okay, ich soll mir ein Schwert nehmen. Das Schwert wird wahrscheinlich hier sein. Genau, da ist das Schwert. Nice. Aber wenigstens finden wir damit jetzt mal ein Schwert. Rostiger Zweihänder. Kann ich nicht tragen, ich habe zu viel in meiner Tasche. Moment. Ich werf mal den Ast weg. Ich fand den Ast sowieso schon richtig crappy, muss ich ganz klar sagen. Das ist keine gute Waffe. So, okay, pass auf. Wir nehmen also den rostigen Zweihänder. Und jetzt wollen wir ihn synthetisieren. Und zwar mit diesem Stein. Als ob das geht. Nein. Warte. Aber ich kann es nur einmal synthetisieren, oder? Dann wurde schon etwas... Felsenhammer? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Wie
Wie cool ist das denn, bitte schön, dass man einfach so Dinge jetzt auf Waffen stecken kann, damit diese Waffen halt dann nochmal stärker werden. Das ist ja echt absolut verrückt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich meine, das macht ja die Waffen und die ganze Systematik dahinter sogar noch flexibler. Ja, direkt hier, zack. Alles kaputt machen. Hier ist sicherlich irgendwo eine Truhe drin versteckt oder drunter oder drüber. Da oben ist sie doch. Wusste ich's doch. Das ist so ein typischer Platz einfach für eine Truhe, ey. Ganz klassisch. Benutze die Fähigkeit, die du in diesem Dungeon gelernt hast, um natürlich ein zusätzliches Ding rauszubekommen. Zack. Geht deswegen auch die Waffe weniger schnell kaputt? Das wäre eine interessante Sache, muss ich sagen. Okay, was bist du denn hier? Fragezeichen. Feuerfrucht. Oh, ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Feuerfrüchte an Pfeile gleich Feuerpfeile, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, hier liegen auch so viele Holzpfeile rum. Und ein Bogen steckt sogar extra hier im Boden. Ja, nice. Okay, also passt auf. Wir nehmen also unseren Bogen. Wir modifizieren den Pfeil mit einer Feuerfrucht. Zack. Nice. Super nice. Okay. Das ist ein Gimmick. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Na, ja, ein kleiner Schlüssel. Damit kann ich die Türe öffnen. Jetzt gibt es nur eine Frage, die sich mir stellt. Wenn ich jetzt... Okay, pass auf, wenn ich jetzt diesen Pfeil hier schieße, ich werde ihn jetzt einfach mal verschießen und dann direkt danach wieder einen Pfeil ziehe. Oh, okay, ich muss ihn jedes Mal wieder aufs Neue modifizieren. Auch wenn ich das Ganze dann abgebrochen habe, muss ich ihn nochmal neu modifizieren. Ich meine, prinzipiell ist es trotzdem ein cooles System, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf die lange Sicht ein bisschen anstrengend sein wird, wenn du immer wieder in so einem, wenn du in einem coolen Fight bist oder sowas, wo du eine bestimmte Modifizierung gerne verwenden möchtest und dann musst du immer wieder neu modifizieren, also für jeden einzelnen Schuss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so gut finde oder ob es da irgendwie was Besseres geben würde. Okay, er modifiziert sich seinen Stein. Okay, er hat auch einen Bogen. Gar kein Problem. Boom. Gib mir mal bitte deinen Bogen, das sieht fancy aus. Ups. Ich möchte natürlich mal ganz kurz etwas essen. Lass mal richtig schön die Pilze rein. Oh, warte mal, ich hab doch... Hatte ich nicht gekochte Pilze? Oh, ich habe hier natürlich gekochte Pilze. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Halt, falsch, Taste. Die Waffe ist halt super langsam. Naja. Pelzbockenhammer. Das ist die gleiche Waffe, wie ich wahrscheinlich habe hier. Ein Alpha Elite Konstruktoren. Deswegen hat es auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage gemacht. Und natürlich den Konstruktbogen. Gibt es hier noch irgendwas zu looten? Ich meine... Okay, passt auf, Leute. Passt auf. Es kann ja nicht. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass hier oben diese Feuerfrüchte sind und hier unten dieses Laub auf dem Boden liegt, ohne dass es hier einen Effekt hätte, dass ich, wenn ich hier die Sachen abbrutzel. Als ob es halt wirklich nichts gebracht hat. Was ist das denn? Wait. Ich kann meinen alten Holzschild damit modifizieren. Oh mein Gott, das ist halt super, super nice. Pass auf, ich möchte mal den Felshammer zerbricht. Wie kann ich denn die Synthese aufheben? Auf dem Boden. Ja, ich lasse den mal hier weg. Pass mal auf. Ich nehme mal hier den einfachen Stock.
Und synthetisiere den einfach mal mit den Stacheln. Meinst du, sieht ein bisschen weird aus, aber... Ah, ich brauche aber hier wahrscheinlich den Hammer, gell? Ich habe zu viele Waffen. Ich habe einfach zu viele Waffen. Hier ist so ein Federschwert. Das schmeiß ich mir einfach weg. Weil dann nehme ich nämlich nochmal mein Hämmerchen mit. Das ist nämlich meiner Ansicht nach gar nicht das Schlechteste. Können wir die Tür nochmal aufmachen. Dann nehme ich mal den Hammer von ihm mit. So, was bist du denn für einer? Das ist halt wirklich nur mit einem kleinen Stein vorne drauf. Ja gut, wir sollten alles haben. Wir haben zwei Truhen aus dem Dungeon hier. Und damit kriege ich meine Verbesserung dauerhaft. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Ich glaube, es ist halt wieder immer die gleiche Nachricht. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Und damit bekommen wir ein weiteres Abzeichen. Wisst ihr, was echt cool wäre? Wenn man irgendwann mal die Corruption, also wie hieß es nochmal, das Miasma aus dem Arm draußen hat. Und wenn es dann irgendwann mal anfangen würde, durch das Licht zu scheinen, also dass das Licht dann halt dementsprechend aus dem Arm rausscheint, möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Okay. Und wenn wir jetzt wieder rausgeportet. Oh, Fische fangen können wir auch noch. Wenn du beim Schwimmen mit Hilfe von X beschleunigst. Okay. So, und da oben ist jetzt Master Link. Also, sie sind schon manchmal ein bisschen gruselig. Ich bin hier gekommen, weil ich vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Hier, bitte sehr. Was ist das denn? Batterie. Von einem Konstrukt erhalten Gegenstände. Okay, es handelt sich darum um eine Batterie. Du wirst sie benötigen, um in dieser Region übliche Werkzeuge zu verwenden, die Sonau-Bauteile. Genau, hier gibt es aber leider keine Sonau-Bauteile. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen erfahren. Bitte nutze die Batterie, die du von mir erhalten hast. Okay. Ja, gerne doch. Hat er mir ein bisschen von seiner Seele gegeben, Leute. Von seiner Energie, die er nicht mehr benötigen wird, vermutlich. Okay, ich soll also hier runtergehen zu der Höhle. Wie das halt einfach aussieht mit diesem Stachel hinten auf meinem Rücken. Boah, erst findet hier der Fight statt, Leute. Mische ich mich da ein? Natürlich mische ich mich hier ein. Hier prügelt sich niemand ohne mich. Ja, nice. Kann ich die Sonau-Teile auch an meine Sachen befestigen? Das wäre ja richtig cool. Stell dir mal vor, dann habt ihr so ein Schwert oder ein Schild mit so richtig krassen Stacheln dran oder sowas. Das wäre halt extrem cool. Und der hat ein fettes Langschwert. Ah nein, das ist ein Schild einfach. Oh nein, warte mal, das ist die Alarmanlage. Wait. Hat er mir eingezimmert. Feuerschwert, böse. Okay, pass auf. Ich möchte befestigen. Ein Brett? Nee. Was kann ich denn hier befestigen? Ja komm, wir befestigen einfach wieder ganz klassisch. Stein. Der zündet dir die halbe Bude an. Oh, und ich zünde auch die halbe Bude an.
ich das kurz ins Wasser werfen, bitte? Ich möchte nicht, dass meine Sachen kaputt gehen. Ich hätte es wahrscheinlich auch einfach einstecken können, gell? Das wäre ja dann die Alternative gewesen. Ho, hopp. Alpha-Krieger-Klinge. Ja, super nice. Damit haben wir unser erstes richtiges, cooles Schwert. Ich glaube, Schilder habe ich auch noch nicht so viele, deswegen kann ich das auch mal noch mitnehmen. Entdeckt. Höhle am See. Hier sind Leuchtsamen mit drin. Das gibt sicherlich, ist sicherlich, oh. Es ist hundertprozentig so eine Art Flashbang, die wir hier haben. Flederbeißer-Augen, mysteriöse Kugel, die Daten in ihrer Umgebung erfassen kann. Okay, und natürlich auch die Flügel entsprechend dazu. Hier haben wir noch Erz, das nehme ich auch sehr, sehr gerne mit. Feuerstein und Bernstein. Maiosigum, dieses schwach blau schimmernde Gegenstand ist hinterlassen. Sein Augenblick verleitet dich jetzt mehr zusammen. Okay, interesting. Hätte ich den vielleicht nicht töten sollen? Ich meine, da ist so ein kleines Ding rausgespawnt. Warum leuchtest du so? Bist du was Spezielles oder? Okay, prinzipiell würde ich jetzt hier direkt schätzen, wir sind wieder auf was gestoßen. Oh, ich eine Bombe dafür brauche, aber ich brauche gar keine Bombe, weil ich einfach einen dicken Hammer habe, Leute. Wie cool ist das denn? Und wir haben natürlich noch Rhodonit, auch ein weiterer Edelstein, den wir noch nicht gefunden hatten. Das ist halt wirklich eine Sache, die feiere ich gerade tierisch, dass man so viel entdecken kann. Wahrscheinlich hätte ich den Gegner auch flashbangen können mit diesen Sachen, die ich da hatte, wenn ich das auf einen Pfeil draufgesetzt habe. Aber ich habe gedacht, dass es eigentlich so ausreichend sein sollte. So, noch mal ein paar Leuchtsamen mitnehmen. Bis die Tasche voll ist, Leute. Bis die Tasche voll ist. Dann hier noch mal die Kiste. Die alte Toga. Und damit sind wir ausgestattet. Jawohl. Ausrüsten. Sehen wir nicht mehr so nackt aus. Auch schon mal nicht das Schlechteste, würde ich behaupten. Okay. Was sagst du denn hier? Hey, rede mit mir. Kein einziges der Flöße, mit denen man das andere Ufer erreicht, ist mehr intakt. Der ganze Transportbetrieb muss ruhen. Eigentlich werden hier Materialien ans andere Ufer transportiert. Das einzig Gute ist, dass zumindest die Sonarbauteile noch unversehrt sind. Sonarbauteile? Ah, du bist nicht vertraut mit Sonarbauteilen. Sie sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mich dir genauer erläutern. Ein grünes Objekt wie dieses ist ein Sonarbauteil. Dieses hier etwa nennt man im genaueren einen Ventilator. Versetzt man ihm einen Hieb, beginnt es, Wind zu erzeugen. Vielfältig und vorteilhaft. Es gibt etliche verschiedene Sonarbauteile, die allerlei unterschiedlichen Zweck dienen. Der Einsatz von Sonarbauteilen erfordert gewisse Menge Energie. Daher benötigst du eine Batterie. Oh, du hast bereits eine Batterie. Das freut mich. Lass mich sie dir zur Sicherheit trotzdem rasch erläutern. In der Batterie steckt die nötige Energie, um Sonarbauteile nutzen zu können. Wir haben momentan wahrscheinlich nur eine Batterie. Wird gerade kein Sonarbauteil genutzt, so füllt sich sie ganz von selber wieder auf mit neuer Energie. Oh wow, hätten wir sowas mal in Wirklichkeit. Nutzt sie nur nicht allzu unbedacht, sonst geht es dir mitten im Gebrauch die Energie aus. Verzeih die Abschweifung. Kurz und knapp steht weiter fest, dass wir keinen Fluss benötigen. Sonarbauteile sind ausgesprochen praktisch. Sei kreativ, dann beherrschst du den Umgang mit ihnen im Nu. Oh, Entschuldigung. Okay, was ist also unsere Möglichkeit, die wir hier haben? Wir bauen uns einen Floß und damit können wir dann hier rüber schippern. Ich glaube, das sollte relativ einfach sein, wenn ich mal... Oh, wir haben hier super viele Bauteile. Und ich habe auch schon gesehen, da hinten ist der Ghost. Mit dem werde ich mal ganz kurz reden.
Vielleicht hat er mir noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Raru. Zuerst erschufen wir die Dino-Konstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle. Ein jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Bald gingen die verschiedensten Spezialisten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst. So wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Du solltest dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass auch du einiges von ihnen erfahren kannst. Aber wir werden halt immer wieder darauf hingewiesen, dass wir mit denen reden sollen. Diese Flöße sind schwer beschädigt. Ich weiß nicht, ob es uns gelingen wird, sie zu reparieren. Das ist ein Problem. Ja, das verstehe ich natürlich. Halt, Link, rede lieber hier mit dem hier. Die Flöße sind schwer beschädigt. Im Moment helfen da auch keine Sonobauteile. Okay, der würde mit uns nochmal erklären, was Sonobauteile sind. Gut, passt auf, Leute. Wir haben natürlich hier gar kein Problem, weil wir nämlich die so krassen Typen sind hier. Wir machen nämlich so. Oh. Ah, diese Teile werden noch benötigt. Solltest du welche nutzen wollen, bitte bediene dich am Ufer. Das heißt, ich darf mit denen nicht arbeiten, oder was? Mit denen darf ich aber arbeiten. Das heißt, ihr wollt mir hier jetzt eigentlich echt die Sachen untersagen, die ich euch eigentlich jetzt reparieren wollte, weil ich gerade ein netter Typ war. Wenn wir das mal jetzt ganz simpel halten, machen wir das doch wirklich so und klatschen das hier hinten dran, oder? Und dann können wir das hier ins Wasser setzen. Nämlich, um genau zu sein, so. Ich könnte hier drauf gehen. Könnte dem Sonau-Bauteil einen Hieb setzen. Und ab geht die Luzi. Leider sind wir ein bisschen schräg gekommen. Aber es macht natürlich kein Problem. Dafür ist nämlich dieses Gitter gedacht. Ja, das war doch einfach, Leute, oder? Kann ich das aber jetzt auch wieder ausschalten? Muss ich dem dann nochmal einen Hieb dafür verpassen? Ja, okay, ich muss ihm nochmal einen Hieb verpassen. Und wir haben eine Ausdauerknolle gefunden. Sehr schön. Und ein Schwert. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Schwerter sind mir so viel lieber als diese ganzen Sachen, die wir hier haben. Weg. Okay, vielleicht nehme ich aber doch wieder den Stock mit. Oh wow, wie stabil ist denn dieses Ding hier? Pass auf, wir probieren was aus. Und zwar möchte ich hier einen Feuerstein draufpacken. Oh, der Feuerstein ist schon wieder weggegangen. Ja gut, vielleicht ist es doch besser, wenn ich das so mache und dann entsprechend den Klassiker mache. Ich meine, das ist auch beim anderen Zelda-Teil war das so immer mit die beste Möglichkeit, irgendwie was zu zerstören, wenn man es runterfallen lässt. Oh, du bist in diese Richtung unterwegs. Diese Bergfahrt ist äußerst unwegsam. Bewegst du dich stets so, wie es dein Terrain verlangt? Ich habe einen Leitfaden zum Bewältigen dieses Bergfahrts ersonnen. Möchtest du mehr darüber fahren? Nee. Wir wollen das schon selber hier lernen. Also, es sollte ja hier hoffentlich kein Problem sein, da irgendwie hochzukommen zu dem letzten Schrein. Wahrscheinlich wird es jetzt ein komplett wirres Ding, was ich hier jetzt machen muss. Und ich blicke voll nicht durch. Halt falsch. Schade, dass ich die nicht hochheben kann. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Ich nehme mal wieder meinen Felsbrockenhammer. Der hat mir gute Dienste geleistet. Der hat mir sehr gute Dienste geleistet. So. Also ich könnte jetzt hier natürlich einfach hochklettern. Aber das würde hier ein bisschen meinem Entdeckersinn widerstreben. Einfach mal mich umzuschauen. Okay.
Hier sind Schienen. Oh, Leute, ich merke schon, wir werden gleich hier richtig coole Sachen machen. Forstetes Schild, sehr schön. Hey, Steine werfen gibt's hier aber nicht, Kollege. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier, dass hier mit Steine geworfen werden? Irgendwie bei der Sonntagsdemo oder was? Nee, nee, nee. Aua. Oh. Was? Der hat mich einfach geone-shottet. Oh mein Gott, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, ich habe gesehen, dass der Schlag ankam und ich habe halt gedacht, ja, hey, den werde ich locker aushalten, aber dass er mich halt wirklich one-shottet, das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist halt auch meiner Ansicht nach ein bisschen die Problematik, wenn man halt mit diesen langsamen Waffen kämpft. Man hat halt wirklich eine ziemlich lange Downtime. So, jetzt passt mal auf, wir möchten uns kein Stöckchen mit uns drei fliegen. Man hat wirklich eine ziemlich lange Downtime. Habe ich dadurch jetzt irgendeinen Verlust gehabt, dass ich gestorben bin? Das wäre eine Sache, die mich echt interessieren würde. Feuerstein. Ne, ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen Verlust dadurch. Zumindest sieht es nicht danach aus. Ne, ich möchte mal ganz kurz bitte mir mein besseres Schwert ausrüsten. Ja, okay, pass auf, ich muss ja erstmal gegen den hier. Was war das gerade? Okay, er hat mich weg. Ah, die haben mich beworfen. Das war close. Nochmal gerade so gedodged. Okay. Das ist auch die erste Gegnerkiste gewesen. Sehr cool. Waffentasche voll. Was liegt hier dann? Alpha-Kriegerklinge. Okay, ich verstehe schon, warum sie mich da relativ gut umklopfen konnten. Ich pack mal die Axt hier weg. Ich glaube, Äxte sind halt auch deutlich langsamer als die Klingen. Vor allen Dingen auch ein Konstruktbogen. Okay, also damit werde ich mir dann später wahrscheinlich mein Pferd wiederholen können. Auf dem Boden. Damit haben wir den zweiten Konstruktbogen jetzt im Start. Ein Opal. Gerne doch. So, aber jetzt kümmern wir uns hier mal um die Bastelei. Also ich glaube, der Tod ist halt einfach... Ja, relevant. Der wird halt dann auf der Map angezeigt. Game over. Ja, okay. Gut, dann setzen wir doch mal eine dieser Loren wieder auf ihre Schienen zurück. So. Und diesmal gehen wir ein bisschen mehr auf Speed. Was, also du kommst mal hier hin. Und du kommst jetzt mal hier hin. Oh mein Gott. Ich hatte das Gefühl, das wird ziemlich schief gehen. Aber no risk, no fun. Okay, ich hätte vielleicht eine Lichtquelle mitnehmen sollen. Ich glaube, das war einfach nur noch mal zum Trainieren. Hier ist es noch finster als in allen anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerksstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Ja, ich habe genug Leuchtsamen bei mir. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich meine, ich werde sie wahrscheinlich nicht essen können, oder?
Vielleicht werde ich mir doch ganz kurz durchlesen, wie ich die Leuchtsamen benutze. Hier, Leuchtsamen. Okay, ich gucke mir doch nochmal ganz kurz an, was das sagt wegen den Leuchtsamen. Leuchtsamen. Wie ich bereits erwähnte, handelt es sich dabei um die Samen von den Höhenwächst. Leuchtsamen erblühen, wenn sie geschlagen werden oder an einem Pfahl in die Tiefe ein Ziel treffen. Sie erstrahlen so hell, dass sie nützliche Lichtwerte erweisen. Perfekt, oder? An diesem Ort. Leider habe ich selbst nicht nur wieder die auszugeben. Artgenossen haben es. Ja, okay. Das heißt also, es funktioniert wirklich so, dass ich hier dann immer über die Pfeile, dann hier hoch muss, dann Leuchtsamen. Und, oh mein Gott, dann habe ich halt einen Lichtpfeil, actually. Ah, und daraus werden dann diese Blumen. Okay, ich verstehe. Zack. Das ist ganz cool gemacht. Oh nee, warte mal. Nicht mein gutes Schwert dazu brauchen. Ja, ich bin auch so jemand, der sehr, sehr gerne seine wichtigen Schwerter behält, um irgendwas anderes damit zu machen. Beziehungsweise sie ganz dann fürs Late Game aufzubewahren, wo man dann eigentlich gar nichts mehr damit anfangen kann. Aber Hauptsache, man hat sie noch, Leute. Aber Hauptsache, man hat sie halt noch. Leuchtsam, yes. Feuer frei. Zack. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit diesem Solanium dann später mal eigene. So neue Energiesphäre. Okay, dass man damit dann später selbstständig irgendwelche Sonar-Sachen machen kann. Zumindest wäre das fast irgendwo annähernd logisch. Oder dass man sie für eine gewisse Anzahl braucht, um dann eine weitere Batterie daraus zu craften oder sowas. Irgendein Gimmick müssen die Dinger noch haben, weil sonst würden sie es einem nicht in so einer Menge und Dinge irgendwie präsentieren. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dahin laufe, sagen sie mir, hey, wir können dir aus 25 Sonarium eine weitere Batterie craften. Und ich denke mir, yay, das klingt ja ziemlich nice. Oder sind es 30? Ich glaube, es könnten auch 30 sein, weil dann müsste man hier alle erledigen. Und hätte ganz genau 30 zusammen in der Tasche. Die nehme ich auch noch mit. Nicht doch. Das Sonanium, das ich in anderen Material verarbeiten möchte. Ich kann dir nichts überlassen. Leider nichts überlassen, Sonanium. Oh, davon hast du nichts gehört. Bei besagtem Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes geborgen werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich noch ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Wie jetzt? Weiter verarbeiten. Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien verarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Kriegen wir jetzt eine coole... Nee, kriegen wir nicht. Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir, dir zu erklären, welches Material hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphären. Sie dienen den Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Und dann hätten wir hier noch den Sonau-Energiekristall. Diese erhält Energie in gehärteter Form. Verarbeitet bedeutet also, aus Sonanium hergestellt mit anderen Eigenschaften herzustellen. Okay, was macht das hier? So eine Energiesphärenversorgung? Achso, wait, das ist. Du kannst sie einsetzen, um Energie deiner Batterie wieder aufzuladen. Okay, was sind die Energiekristalle? Er hat eine Sonnenenergie in gehärtete Form. Sie finden vorwiegend Anwendung als Material zur Herstellung von Batterien. Kürzlich gewonnene Materialien findest du dort in der Regel. Bitte sieh dich um. Okay, pass auf. Heißt das also, ich könnte. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein! Hör auf, mir das zu erklären. Also heißt es, ich. Tausch. Ein Kristall, durch den die Konzentration Sonnenenergie entstanden ist. Okay, pass mal, ich nehme jetzt erstmal nur eins mit. Mehr nicht, dann bekomme ich 3 Stück. Abgemacht. Vielen Dank, ich werde das Sonnenenergie-Speicher weiterverarbeiten. Wenn du also mehr Materialien benötigst, kommen wir wieder. Okay. Das muss ich mir nochmal ein bisschen genauer angucken. Pass mal auf, jetzt machen wir mal hier kurz ein bisschen Licht in die Finsternis. Und wir nehmen mal jegliches Sonanium mit, das hier noch rumliegt. Und du, lass mal bitte die Finger von meinem Sonanium.
Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Eigentlich benötige ich Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung anzutreffen. Daher verdoppel ich meine Mühe und schürfe und haue Gestein, so emsig ich nur kann. Mach das mal, Kollege. Okay, was ist das hier? Das sind Räder. Ah, ich bitte dich freundlichst, die Finger davon zu lassen. Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Was sind Kapseln? Dieser Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es gar nicht möglich, dass du sie kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonarbauteile für unterwegs. Ah, okay. Leicht zu transportieren, praktisch. Gebe ich dir das von meinem Vorrat ab. Okay, ich krieg 3 Ventilatoren. Dabei handelt es sich um Ventilatoren, die du einsetzen kannst. Sonarbauteile sind ausgesprochen nützlich und in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzunehmen. Hat das der Ausschau nach Nachschub. Diese Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Bitte pass gut darauf auf und verliere sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du die Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Okay. Das heißt also, das sind so Einweg-Sonar-Teile, sage ich jetzt einfach mal. Okay, passt auf. Ich muss hier definitiv ein bisschen fahren, deswegen nehme ich mal mein Wägelchen. So, zack. Und dann gehe ich in mein Inventar und platziere hier jetzt mal 2 Stück auf dem Boden. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass eine hier nicht ausreichen wird von den Ventilatoren, weil ich muss doch schon ein gutes Stückchen nach oben fahren damit. Zack. So, dann den drehen wir auch mal noch. Nein, hoch. Oh mein Gott. Oh, Kameraführung. Nein. Oh Gott. Kein Blödsinn. Sonobauteil. Nee, falsch. So, okay. Und dann gehen wir hier mal rein. Und dann gibt's Klobbe. Und mal gucken, ob das ausreichend ist, um hochzukommen. Aber es scheint gut zu sein. Es scheint gut zu sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass ich mir eine zusätzliche Batterie mitnehmen hätte sollen, um die wieder aufzufüllen. Aber es scheint eigentlich komplett auszureichen. Es ist so cool, dass einem das alles so spielerisch und toll einfach beigebracht wird. Ah, bitte roll mal nicht runter. Ich weiß nicht, ob ich euch nicht irgendwie noch brauchen kann. Was sagst du denn dazu? Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Für uns, wie auch für die Konstrukte, war dies das Signal, uns zu erheben und wieder zur Ruhe zu begeben. Ach, das war das, was wir vorhin gehört haben. Auch unsere Rituale und Zeremonien läutete die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geist auferstehen. Er hat noch super viele Erinnerungen eigentlich an die Zeit, wo er am Leben war. Oh mein Gott, was ist denn das? Ein riesiger Kaugummiautomat. Als ob. Kriege ich daraus meine Sonau-Teile? Ach komm, wirklich? Kapseln sind wirklich Kapselspender. Kapselspenderbetrieb bestätigt. Heutiges Kapselproduktionszoll wird voraussichtlich erreicht. Oh, möchtest du den Kapselspender verwenden? Wir haben das Zoll fast erreicht. Du kannst ihn also ruhig verwenden. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie es funktioniert. Wahrscheinlich muss ich irgendeine Währung hier vorne reinlegen. Okay, oder auch nicht. Okay, man sollte lesen, dann weiß man es auch. Kapselspender bitte erklären. Sind Geräte, die Sonarbauteile in portabler Form, sogenannte Kapseln, produzieren. Sie können Konstruktionen, Konstrukthörner und Sonaus Energiesphären verarbeiten. Okay. Um Ressourcen zu verarbeiten, nimm sie in die Hand und wirf sie in die Öffnung, ähnlich wie beim Kochtopf. Möchtest du etwas über Kapseln erfahren? Die Kapseln hatte ich gerade vorhin schon. Okay, das heißt also, auch die falsche Taste. Ich gehe mal hier rein und sag mal, ich möchte ich nehme mal 2 Stück in die Hand. Und die werfen wir jetzt mal hier rein. Kriege ich jetzt auch 2 Kapseln oder habe ich jetzt 1 theoretisch verschwendet?
Ich krieg halt wirklich die Anzahl an Flammenwerfer. Ein Sonoboteil, das Flammen nach vorne verschießt. Das wurde ursprünglich in Schutz zum Monster konzipiert. Und der Reisekochtopf. Oh mein Gott, die Sonos-Sachen sind echt cool. Nein, immer noch falsch. Okay, passt auf. In die Hand. Schauen wir mal. Gambling, Leute. Gambling wird hier ganz groß geschrieben. Gib mir 5. Komm, Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Ja, wie sich Link gefreut hat. Ventilator, Reisekochtopf, nochmal ein Ventilator. Kochtopf, also ich kann jetzt kochen für Tage. Okay, aber da ich natürlich schlau war, ja, okay, ich hätte die hier auch bauen können. Aber da ich allgemein sehr schlau war, kann ich jetzt eigentlich meinen Wagen einfach nehmen und den wieder nutzen, um dann auch noch nach drüben zu fahren. Weil ich ihn halt nicht wieder hab zurückrollen lassen. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Aber ich möchte trotzdem mal noch mich ein bisschen umschauen, weil ich habe so das Gefühl, dass wir hier super viel verpassen würden. Wenn ich mir das hier nicht alles anschaue. Die Insel ist halt echt toll gestaltet, muss ich sagen. Habt ihr das Geräusch gehört? Das ist die Ding. Ha! Merkt ihr das, Leute? Ausdauermedizin. Das sind die Glocken. Na gut, mein Felsbrockenhammer ist halt jetzt leider kaputt gegangen. Und da ist auch noch ein Pfeilchen gewesen. Oh mein Gott, was ist denn hier? Okay. Also. Es gibt hier wahrscheinlich noch 100 Ecken, die ich mir an. Da unten ist eine Truhe. Noch 100 Ecken, die ich mir anschauen muss. Meine große Frage ist halt, wenn ich jetzt hier wirklich. Wie ich meinen Kopf verdrehe, um da runter zu gucken. Meine große Frage ist halt, wie würde ich da runterkommen? Und dann schlussendlich wieder hoch. Ich meine, prinzipiell müssten sie das mitbedacht haben. Aber es könnte auch sehr, sehr gut sein, dass sie sich sagen, hey, du kommst später sowieso nochmal auf Tutorial Island. Deswegen, weil allein schon um die Crocs, die man hier theoretisch auch hätte vergessen können. Um die dann halt dann auch noch... Oh, wait. Gib mir mal mein... Ist ja einfach, dass man hier die Sachen halt immer noch holen kann. Was haben wir da? Was ist denn hier los? Schleimig, ich dachte, du warst schon platt. Sonst wäre man halt voll aufgeschmissen. Aber ich habe mir für die heutige Folge halt das Ziel gesetzt, dass ich definitiv noch den letzten Schrein machen möchte. Und ich bin halt immer noch nicht dazugekommen. Deswegen versuche ich jetzt mal zumindest. Oh, da ist nochmal ein Krog und er will zu seinem Freund. Wie könnten wir das wohl nur anstellen, Leute? Schwierige Frage. Ich hab immer gesagt, wir machen das so. Oh nein, so nicht. Ja, das ist so. Und dann schnappe ich mir den kleinen Kollegen hier. Ah, was sagst du denn? Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Ist es einfach wirklich nur so eine kleine Story, dass die Crocs immer in Duos jetzt einfach auftreten, dass man sie halt immer zu ihren Freunden bringen muss. Also um die Rätsel halt hier auch ein bisschen anzupassen, dass sie ein bisschen anders sind. Ich klebe dich einfach als meine Galionsfigur hier nach vorne und dann cruisen wir hier rüber. Perfekt. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön. Dankeschön. Damit sind wir schon auf 4. So, und natürlich müssen wir hier reingucken. Oh, ein Tsunami. Ja, okay. Die Kiste braucht zu lange. Da werden eh wahrscheinlich nur Pfeile wieder mit drin sein. Okay. Passt auf, Leute. Ich möchte mal noch eine Etage weiter hochfahren hier.
dass sich meine Batterien inzwischen wieder aufgefüllt haben. So, 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 so. Feuer. Die Batterien füllen sich... Oh no! Sturzflug! Okay. Das hätte ich mir vorher anschauen müssen. Wait, ich bin jetzt hier wieder gelandet. Ja, ich glaube, da hinten muss ich halt dann entsprechend die Dinge reparieren. Das ist auch nochmal so eine Lore. Also um die Lore mache ich mir hier keine Sorgen. Die können wir uns schnell auch wieder zusammenbasteln. Drüben ist noch so ein Ausguck. Was ist das denn hier? Kann ich das bewegen? Ich kann das halt wirklich als ganzes Stück bewegen. Was soll ich mit dir denn machen? Soll ich dich irgendwie hier hinbewegen, dass ich darüber springen kann? Das ist halt einfach eine schwebende Insel. Warte mal, kann ich dich auch jetzt anfassen? Nee, okay, das wäre auch zu OP gewesen, muss man sagen. Okay, passt auf. Ja. Oh. Ja, perfekt. Okay, war das eine sinnvolle Idee, hierher zu gehen? Okay, er zerfährt dann in viele kleine Blöcke und ich muss dann den... Okay, 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 ich verstehe den Bossfight. Aber als allererstes mal... ist einfach ein UFO geworden. habe ich nichts zu essen? Ich habe doch meine gebratenen Pilze irgendwo. Nichts. Okay, pass auf, ich muss kurz was essen. Okay. Ich hätte jetzt geschätzt, dass ich den Teil da unten treffen muss. Ich denke mal, dass ich richtig geschätzt habe. Nein, ich habe keine Waffe mehr. Wo ist meine Waffe? Dafür nehme ich sogar das rostige Schwert. Ja, schade. Ah, okay, ich sollte... das ist eine echt coole Mario-Anspielung. Oh, der wird immer schneller. Ach, komm schon. Und dann zerfetzt mir der Bogen. Damit hast du nicht gerechnet, ha? Oh mein Gott, das war halt cool. Was bist du jetzt? Was denn jetzt? Muss ich das hier irgendwie einfügen? Also ich weiß halt nicht, für was ich das jetzt brauche, aber es sieht cool aus. Ist halt wie so ein kleiner Motor eigentlich. Und ich habe halt gedacht, dass wir den jetzt hier irgendwie in die Mitte reinstecken müssen oder sowas. Oh, ich glaube, das war halt nur das Spawn. Und das ist halt so das Überbleibsel von dem Ding. Ja, jetzt gibt es nur eine große Frage, die ich mir natürlich stelle. Wie komme ich hier wieder weg? Ich meine, also es wird hoffentlich nicht so kompliziert sein. Ich hätte jetzt mal vermutet, dass ich das hier einfach so ein bisschen näher zu mir herziehe. Das wird nicht ausreichen, ja, das werde ich nicht schaffen, den Sprung.
So vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Und dann kann ich hier hochklettern. Hoffentlich. Ja, perfekt. Ja, cool. Das war also ein Boss. Ein dicker Sonai-Boss. Und dann werde ich jetzt mal hier an das Feuerchen gehen. Und wir kümmern uns... die Chilis, Leute. Die Chilis sind so wichtig. Und wir kümmern uns dann in vielleicht der nächsten Folge darum, wie es weitergeht. Ich meine, uns wird jetzt hier noch erklärt, dass wir Kälteschutz brauchen, um an diesen Berg zu kommen. Das heißt also jegliche Gerichte, wo ich dann später irgendwie diese Dinge reinpacken werde, die Chilis reinpacken werde, lassen mich dann länger in diesem Frostgebiet unterwegs sein. Und das werden wir auch brauchen, um den letzten Schrein zu machen. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, dass wir heute den letzten Schrein auch noch machen werden, aber sonst wird die Folge halt einfach viel zu lang. Deswegen, ich guck mal, ob ich noch eine dritte Folge mache, je nachdem, wie auch hier die zweite Folge bei euch ankommt. Wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir natürlich mit dem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren. Das zeigt mir, dass ihr dieses Projekt cool findet und auch davon mehr sehen wollt. Das ist jetzt alles, wie gesagt, nur so ein kleines Pilot-Ding, wo ich mir einfach gesagt habe, hey, ich habe Bock, das Ganze aufzunehmen und zu testen. Aber ob es dann schlussendlich jetzt eine Reihe hier auf dem Channel wird, kann ich euch noch nicht sagen. Da kommt es halt, wie gesagt, auf die Rückmeldung von euch dann dementsprechend drauf an. Ich wünsche euch was, liebe Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.